Unter diesen Sonnenschirmen ist bei gutem Wetter nur schwer ein Platz zu ergattern. Doch am Abend heißt es am leeren Hamburger Elbstrand landunter. Der überflutete Fischmarkt in St. Pauli dagegen auch bei Sturmflut eine Touristenattraktion. Turnschuhe nass und bei mir die Gummistiefel vollgelaufen. Aber wir tragen es mit Fassung. Fährverkehr und so läuft weiter. Also die Stadt wirkt relativ unbeeindruckt. Ich finde es fantastisch. Wenn die Natur kommt, dann sind wir winzig und popelig. Einige wussten die Chance für ein ungewöhnliches Urlaubsfoto gekonnt zu nutzen. Auch tiefer gelegene Gebiete im alten Land in Niedersachsen waren vom Elbhochwasser betroffen. Trotz Warnmeldungen hatten es einige nicht rechtzeitig geschafft, ihren Pkw vor der Flut in Sicherheit zu bringen. Diesmal war es ein auswärtiges Kennzeichen, genau, aber auch im Bereich des Mühe-Anlegers sind Schilder aufgestellt, wo praktisch darauf hingewiesen wäre, dass man im Überflutungsbereich ist. Die Feuerwehr musste eingreifen. Bei Gneuen in Mecklenburg-Vorpommern blieb einem Spaziergänger dagegen nichts anderes übrig, als zuzugucken. Untersuchungen ergaben, dass das Windkraftrad infolge eines technischen Defektes havarierte. Ein beschädigter Flügel des Propellers ließ in 65 Metern Höhe eine Unwucht entstehen. Dadurch hatten die Windböen leichtes Spiel und brachten die Anlage zu Fall. In Schaprode auf Rügen bleiben die Fähren aufgrund des Sturms weiterhin im Hafen. Auch der Fährverkehr nach Hiddensee ist vorsorglich noch ausgesetzt. Erst morgen sollen die Verbindungen wieder aufgenommen werden. Für Urlauber hält das Sturmspektakel an der Ostsee noch an. Der Deutsche Wetterdienst hat auch für heute eine schwere Sturmlage vorhergesagt.